Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es mal wieder um die Zahngesundheit, um unsere Zähne. Da gibt es ja schon einige Videos hier auf diesem Kanal, wo ich immer mal darüber gesprochen habe, auch über gewisse natürliche Zahnpflegeprodukte. Und mich erreichen auch immer wieder Anfragen zum Thema Zahngesundheit, dass ich zum Beispiel bei der Umstellung auf Rohkost dann die Zähne nach und nach verschlechtern und was man tun könnte, was man empfehlen könnte, um die Zähne einfach gesund zu halten. Ich habe jetzt kürzlich 4 Wochen gefastet mit Säften. Da hatte ich auch jetzt kürzlich das Video hochgeladen. Ich verlinke es nochmal oben in den Infokarten, wer es noch nicht gesehen hat. Und gerade auch beim Fasten, dann gönnt man ja den Zähnen Ruhe. Also man kaut nicht, man trinkt nur und die Zähne bekommen mal eine Ruhepause. Und was ich auch immer dann beim Fasten mache, vor allem wenn ich grüne Säfte trinke ohne Obst, zum Beispiel auch wenn ich Monosäfte aus Gurke und Stangensellerie trinke, oder einer meiner Lieblingssäfte besteht auch aus Gurke, Stangensellerie und selbstgezogenem Erbsengrün, Sonnenblumenkerngrün, also schöne grüne Säfte, dann spüle ich mit diesen Säften auch meine Zähne. Also die lasse ich dann ein bisschen im Mund und dann haben die Zähne so ein basisches Mundbad und diesen Saft genieße ich dann immer auch. Wenn im Saft Zitrone oder Apfel oder ein anderes Obst enthalten ist, dann mache ich das nicht. Wirklich nur mit grünen Säften, ohne Obst und ohne Säure. Ich empfehle das wirklich jedem, der die Gesundheit seiner Zähne unterstützen möchte. Ab dem Frühjahr gibt es ja wieder viele Wildkräuter, dann lohnt es sich wirklich auch regelmäßig Wildkräuter, die ihr kennt, die ihr genau bestimmen könnt, in kleinen Portionen zu entsaften und damit auch den Mund zu spülen, Basenbäder damit zu machen und den Saft könnt ihr natürlich dann anschließend trinken. Das funktioniert auch gut mit Wiesengras, einem Wildgras, das ich gern von Frühjahr bis Herbst sammle. Oder man kann ja auch zu Hause Kulturgräser ziehen. Weizen ziehe ich jetzt nicht so gern, aber ich ziehe gern Kamut oder Einkorn oder Gerste oder Hafer. Also auch mit diesen Gräsern kann man so eine Art Basenbad für den Mund, für die Zähne durchführen. Und wem das zu mühselig ist, selber Gräser zu ziehen, da gibt es ja auch die Möglichkeit, Grassaftpulver zu verwenden, was ich auch sehr gern zu mir nehme, da kommen wir dann später auch noch dazu. Also mit diesen frischen grünen Säften bzw. auch mit Grassaftpulver kann man ein wunderbares Basenbad für die Zähne zubereiten. Viele meinen ja, dass das Zähneputzen allein ausreicht, um die Zähne vor Karies zu schützen. Aber ist das wirklich so? Wenn man sich überlegt, hier in den Industrienationen, wo es ausreichend Putztechniken, Zahnpasten und Mundwässer gibt, und eigentlich genügend Wissen darum existiert, wie man Zähne gründlich putzt, ist aber die Kariesrate am höchsten. Wie kann das sein? Es liegt nämlich nicht immer nur unbedingt am Zähneputzen, sondern ein großer Teil liegt auch an unserer Ernährung. Die Zahngesundheit ist so wichtig und die lässt sich nicht immer nur allein durch Zahnpflege, durch Zähneputzen erhalten. Unsere Zähne benötigen eine basische Ernährung, am besten eine basenüberschüssige Ernährung. Es gibt ja auch Lebensmittel, die säurebildend wirken, wie zum Beispiel Nüsse. Aber nicht nur Nahrungsmittel wirken säurebildend, auch Stress wirkt säurebildend und auch ein Übermaß an Sport wirkt säurebildend. Und wenn man viel Stress hat, viel Sport treibt, dann ist es wichtig, eine basenüberschüssige Ernährung zu praktizieren. Bei der Ernährung sollten wir Menschen ansetzen. Eine sehr zuckerlastige Ernährung und viele Weißmehlprodukte wie Pizza, Nudeln, Brot, Brötchen und Kuchen können Karies extrem begünstigen. Wie viele von diesen Produkten nehmt ihr zu euch? Je mehr Zucker- und Weißmehlprodukte verzehrt werden, umso weniger Platz ist für eine nährstoffreiche Ernährung. Die Mundflora gerät durch diese nicht artgerechte Ernährung aus dem Gleichgewicht und unser Abwehrsystem wird geschwächt. Wusstet ihr, dass unsere Zähne mit verschiedenen Organen verbunden sind? Ich habe ja kürzlich den Lichtnahrungskongress empfohlen und auch selber verfolgt und da war wieder ein sehr interessantes Interview mit dem Florian Sauer dabei. Das ist ja der Experte für die Gallenblasen-Leberreinigung und er hat auch gesagt, oftmals schmerzen oder beginnen die Zähne zu schmerzen, irgendein Zahn schmerzt oder es tritt Karies auf oder es ist eine Wurzelbehandlung fällig
Und wenn man weiß, dass die Zähne immer mit den Organen verbunden sind, dann weist dieser kranke Zahn dann eigentlich schon darauf hin, dass mit diesem Organ irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das kann manchmal schon ein paar Jahre oder 10, 20 Jahre vorher auftreten, diese Zahnbeschwerden, bevor sich dann dieses Organ später meldet. Also das sollte man nicht vergessen. Und wenn ihr Zahnprobleme habt, dann schaut euch gern mal an, welches Organ ist mit welchem Zahn verbunden und schaut, wie ihr dieses Organ unterstützen bzw. auch entgiften könnt. Ich hatte schon mal in einem Video zur Zahnpflege von einem interessanten Erfahrungsbericht einer Bekannten von mir berichtet. Sie war bei der Zahnärztin und da wurde eine kleine Kariesstelle festgestellt und sie hat dann mit Beinwellwurzelpulver es geschafft, diese kleine Kariesstelle wieder zum Erhärten zu bringen. Und da habe ich auch einen Erfahrungsbericht auf meinem Blog geschrieben. Also ich habe praktisch ihren Text genommen, den durfte ich verwenden. Und ich verlinke euch diesen Erfahrungsbericht auch nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr nachlesen, ein sehr interessanter Bericht. Sie war dann auch nochmal bei einer anderen Zahnärztin oder beim Kieferchirurgen und beide haben dann bestätigt, das ist keine Karies mehr, die muss erstmal nicht behandelt werden, das ist ausgehärtet. Also einer weichen Stelle wurde mit der, ich glaube, das waren mehrere Wochen Behandlung oder Spülung mit Beinwellwurzelpulver, härtete diese Stelle aus und musste erstmal nicht behandelt werden. Also es ist sehr, sehr interessant. Das heißt nicht immer, wenn man Karies hat, dass das sofort aufgebohrt werden muss und eine Füllung reingesetzt werden muss, sondern dass es möglich ist, mit dem Körper zusammen mit Selbstheilungskräften das zu stoppen. Und wer weiß, was noch alles möglich ist, was wir nicht wissen. Gerade Beinwell oder die Wurzel daraus ist so eine geniale Pflanze. Ich lese ja gern Bücher von Wolf-Dieter Stohr. Das ist für mich der Wildkräuterexperte und er hat auch interessante Erfahrungen gemacht bezüglich der Genesung von Knochenbrüchen. Einfach nur mit Beinwellwurzelpulver. Also Beinwellwurzelpulver ist nicht nur gut für die Knochen, sondern auch für unsere Zähne. Meine Jungs, die werden jetzt im April 14 und 10 Jahre alt und sie haben noch keine Karies. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum und möchte Ihnen das wirklich ersparen. Ich hatte schon in jungen Jahren Probleme mit Karies, vor allem die mit Backenzähnen, also mit kranken Backenzähnen. Und das war wirklich kein Spaß für mich. Ich hatte immer Horror, zum Zahnarzt zu gehen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das meinen Kindern ersparen kann. Meine Jungs putzen schon seit vielen Jahren ihre Zähne mit selbstgemachter Zahnpasta. Wir verwenden keine konventionelle Zahnpasta. Ab und zu, wenn wir auf Reisen sind, dann gibt es auch mal eine Zahnpasta aus dem Bioladen. Sie nehmen seit einigen Monaten regelmäßig am Abend nach dem Zähneputzen einen Zahnkristall aus Birkenzucker ein, der den Speichel alkalisiert und die Zähne remineralisiert. Da werden sich jetzt manche fragen, was? Zucker noch nach dem Zähneputzen? Um Gottes Willen! Dieser Birkenzucker ist ein durchaus zahnfreundlicher Zucker, den die Kariesbakterien nicht verstoffwechseln können. Da gibt es auch einige Studien aus den 70er Jahren in Schweden, sehr interessant. Und dieser Birkenzucker hat sich wirklich bei uns auch bewährt. Dann nehmen meine Jungs am Morgen auch grünen Grassaft, also aus Pulver zu sich. Frisch gepressten Grassaft mögen sie überhaupt nicht, da ist ihnen zu konzentriert. Aber eine kleine Menge von diesem Grassaftpulver, das seht ihr auch in dem Food Diary, was ich kürzlich veröffentlicht habe. Dann gibt es regelmäßig am Morgen Spirulina-Presslinge und am Abend Chlorella-Presslinge. Und Chlorella-Presslinge, die versorgen nicht nur gut mit Nährstoffen und Chlorophyll, wie eben auch Spirulina. Chlorella hat auch noch eine entgiftende Wirkung. Überhaupt im Zusammenspiel Spirulina und Chlorella für die Entgiftung von Schadstoffen, auch von Schwermetallen, sehr, sehr wichtig. Und das nehmen meine Jungs schon seit mindestens 2-3 Jahren zu sich. Hier seht ihr unsere Zahnputzutensilien. Das ist aktuell ein bisschen mehr als üblich, weil ich seit diesem Jahr diese beiden Zahnpulver teste. Hier ganz links seht ihr Zahnpasten, die wir selber herstellen. Ganz links die helle Zahnpasta besteht einfach nur aus Kokosöl und gemahlenem Birkenzucker. Damit putzen meine Jungs seit ca. 4 Jahren ihre Zähne. Daneben in diesem Glas befindet sich eine Zahnpasta aus Kokosöl und Kurkuma. Das ist meine liebste selbstbereitete Zahnpasta. Mit der putze ich auch schon seit 4-5 Jahren meine Zähne. Dann haben wir hier ein Zahnpulver empfohlen von der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender Gonzer. Und dieses Zahnpulver besteht aus Original Rügener Heilkreide, Natron Xylit, das ist Birkenzucker, Bio-Kurkuma und Bio-Pfefferminzöl. Dann seit diesem Jahr gibt es dieses Zahnpulver auch in Zusammenarbeit mit der Dr. Karin Bender Gonzer entwickelt. Ein Zahnpulver Abendhimmel für den Abend und ein Zahnpulver Morgensonne für den Morgen. Die Morgensonne besteht auch aus
Rügener Heilkreide, Natron, Birkenzucker, dann noch Bio-Ackerschachtelhalm und Bio-Pfefferminzöl. Der Abendhimmel besteht aus grüner Mineralerde, Natron, Birkenzucker, Bio-Cayenne-Pfeffer und Bio-Zitronenöl. Die beiden neuen Zahnpulver enthalten also kein Kurkuma und sind gerade für Menschen geeignet, die eben auch Zahnprothesen oder eben Kunststoff im Mund haben, die durch das Kurkuma, was zum Beispiel hier in diesem Pulver enthalten ist, oder eben auch in selbstgemachter Zahnpasta verfärbt werden können. Hier ist unser Emaille-Zahnputzbecher, darin stecken Bambuszahnbürsten. Mit solchen ökologischen Zahnbürsten putzen wir uns schon seit mehreren Jahren die Zähne. Und das Gute an diesen Zahnbürsten ist, dass sie eben biologisch abbaubar sind. Seit letztem Jahr verwenden wir auch die Zahnkristalle. Die habe ich vor allem für meine Jungs gekauft. Diese Zahnkristalle bestehen zu 100% aus Birkenzucker und Birkenzucker kann von den Kariesbakterien nicht verstoffwechselt werden. Also Bakterien, die zahnschädliche Milchsäure erzeugen, werden in Anwesenheit der Zahnkristalle blockiert und Karies kann nicht entstehen. Und das Interessante ist, dass diese Zahnkristalle, die man nach dem Zähneputzen einnimmt, also die ersetzen auf keinen Fall die Zahnpflege, also die ersetzen auf keinen Fall das Zähneputzen. Diese Zahnkristalle lösen sich nach 10 Minuten im Mund auf und man hat herausgefunden, dass es die Zeit, die gebraucht wird, damit der Speichel alkalisiert und dies wiederum die Remineralisierung der Zähne fördert. Vor 3 Jahren war ich bei der Revolution in Berlin und dort habe ich einen sehr interessanten Vortrag von der Maria Kakeaki gesehen und sie empfiehlt auch bei Zahnproblemen die Trockenfrüchte komplett wegzulassen, also wirklich dann nur mal zu Weihnachten und zu Geburtstag dann mal Trockenfrüchte genießen, aber am besten wegzulassen. Also wenn man Zähne hat, die schon geschädigt sind, können Trockenfrüchte wirklich auch sehr schädlich sein. Ich würde auch raten, mit Obst vorsichtig zu sein, wirklich nach Qualität schauen, nach reifen Früchten und nicht zu viel süße Früchte am Tag essen. Ich persönlich praktiziere seit circa einem Jahr nur noch eine Mahlzeit am Tag zu essen, also eine feste Mahlzeit. Und vorher gibt es eben grüne Säfte oder Gemüsesäfte. Also ich esse einmal am Tag, wenn überhaupt, eine süße Frucht oder ein bisschen Früchte, wo Fruchtzucker enthalten ist. Also das ist auf alle Fälle auch förderlich für die Zähne, wenn nicht so viel Fruchtzucker oder wenn nicht so viel Früchte gegessen werden. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass nur einmal am Tag der Blutzucker in die Höhe schnellt und dass es nicht immer so ein Auf und Ab ist wie bei vielen Menschen, die fangen früh an mit Brötchen oder mit Müsli. Dann steigt der Blutzuckerspiegel, mittags gibt es dann Nudeln oder Pizza, da steigt der Blutzuckerspiegel wieder und sinkt dann ab und dann ist es immer so auf und ab und wenn man nur eine feste Mahlzeit am Tag isst, beziehungsweise eine Mahlzeit, die auch eine süße Komponente hält, dann hat man eben nur einmal am Tag einen Blutzuckerspiegelanstieg. Es hat sich herausgestellt, dass für die Zahngesundheit auch eine Vitamin D Gabe sehr wichtig sein kann. Meine Jungs bekommen auch seit Jahren regelmäßig einige Tropfen Vitamin D, vor allem im Winter. Jetzt möchte ich euch noch 3 grüne Pulver vorstellen, die die Zahngesundheit unterstützen und die wir regelmäßig einnehmen. Das ist mein Lieblingspulver, Grassaft-Alkalisierer. Dieses Grassaftpulver besteht aus dem Saft von Kamut und Gerste, das wird dann einfach mit Wasser vermischt und damit führe ich auch gern so eine Art Basenbad für meine Zähne durch. Also während ich diesen Saft trinke, verweilt er dann noch ein bisschen im Mund, ich spüle es noch ein bisschen hin und her und schlucke das dann anschließend runter. Das ist grüner Saftkomplex, ein Pulver auch aus Gersten- und Kamutgras, aber zusätzlich noch Weizengras, Hafergras und Alfalfa. Sprossensaft. Also aus diesen Säften wird dieser grüne Saft hergestellt. Er ist nicht ganz so herb wie dieser Grassaft-Alkalisierer und eben dann auch besonders gut für Kinder geeignet. Ich habe das ja schon im Food Diary gezeigt kürzlich, dass meine Jungs am Morgen eine kleine Portion grüner Saftkomplex trinken. Dann haben wir hier ein ganz besonderes Pulver, das ist auch ganz neu, Silizium Plus. Dieses Pulver besteht aus Brennnessel, Ackerschachtelhalm und Bambus, also aus 3 natürlichen Lebensmitteln und der Siliziumgehalt ist recht hoch und das kann auch die Zahngesundheit unterstützen. Alle 3 Pulver kann ich auf alle Fälle empfehlen und sie unterstützen nicht nur die Zahngesundheit, sondern generell die Gesundheit des ganzen Körpers und unterstützen eine
basische Ernährung. Habt ihr schon mal was von Kreidezähnen gehört? Ich habe kürzlich den Gesundheitsbrief von Lebenskraft pur gelesen. Da will ich euch mal kurz vorlesen aus diesem Gesundheitsbrief, was Kreidezähne sind. Immer mehr Kinder leiden unter porösen Zähnen, auch Kreidezähne genannt. Bei den Zähnen dieser Kinder hat sich der Zahnschmelz nicht richtig ausgebildet. Laut aktuellen Untersuchungen entwickeln etwa 10-15% aller Kinder in Deutschland diese Krankheit. Bei den 12-Jährigen beträgt die Quote der deutschen Mundgesundheitsstudie zufolge sogar mehr als 30%. Mehr als 30% der 12-Jährigen haben kranke Zähne. Bei manchen Kindern zeigt sich die Schädigung durch Flecke auf den Zähnen. Bei einigen kommt noch Berührungs- und oder Hitzeempfindlichkeit dazu. In den schlimmsten Fällen brechen die Zähne bereits während des Kieferdurchbruchs. Am häufigsten betroffen sind Backenzähne, Schneide- oder Milchzähne werden selten befallen. Die Ursache für Kreidezähne ist noch relativ unbekannt. Höchst verdächtig sind zum Beispiel Weichmacher in Plastik oder es werden auch Themen diskutiert wie Umweltgifte, Windpocken, Antibiotika, Infektionserkrankungen oder Probleme in der Schwangerschaft. Wir haben es als Eltern in die Hand, die Zahngesundheit unserer Kinder mit gewissen Maßnahmen zu unterstützen. Und eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir für unsere Kinder tun können, ist auf eine gesunde, basenüberschüssige, natürliche Ernährung zu achten. Zum Schluss möchte ich euch noch eine ganzheitliche Zahnmedizinerin empfehlen, die ich sehr, sehr schätze. Das ist die Dr. Karin Bender-Gonser. Mit ihr habe ich hier auf diesem Kanal auch ein Interview veröffentlicht zur Thematik chemiefreier Haushalt, chemiefreie Pflege. Und die Karin hat auch einen YouTube-Kanal, Folge dir selbst, den verlinke ich oben in den Infokarten mit ganz wundervollen Themen rund um die ganzheitliche Zahnheilkunde, aber auch zu den Themen gesunde Ernährung oder eben auch chemiefreier Haushalt, chemiefreie Pflege. Karin startet jetzt am 1. März eine Karies-Frei-Challenge. Diese Challenge hat sie 2018 das erste Mal gestartet. Sie lief sehr, sehr erfolgreich und diese Challenge dauert ungefähr eine Woche, also 8 Tage vom 1. bis zum 8. März. Und in dieser Zeit werden die Teilnehmer, es gibt maximal 15 Plätze, um die Teilnehmer eben auch sehr gut betreuen zu können. Und sie werden da an die Hand genommen und erfahren sehr viel über die ganzheitliche Zahngesundheit, was man alles beachten sollte und könnte. Es geht da nicht nur um das Zähneputzen, es geht auch um basische Ernährung, um Entgiftung, um Yoga, um seelische Themen. Das ist wirklich ein ganzheitlicher Komplex, also das, wenn man Zahngesundheit betrachtet, muss man das wirklich ganzheitlich sehen und sich nicht nur auf die Zähne, auf das Zähneputzen oder eben auf die Karies oder auf die Probleme mit den Zähnen konzentrieren, sondern den ganzen Körper dabei mit einziehen, nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele. Was ist die Karies-Frei-Challenge genau? Es erwartet dich eine einzigartige Woche für deine Zahngesundheit. Was ist das Anliegen von Dr. Karin Bender-Gonser? Sie sagt: Als holistische Zahnärztin ist es mir ein Anliegen, dich in deine wahre Kraft zu begleiten. Diese kannst du jedoch erst entfalten, wenn du das gesamte Wissen über gesunde Zähne hast. Neben der körperlichen Ebene sind ebenfalls geistige und seelische Aspekte von Symptomen zu beachten, um Karies und Co. erfolgreich loszulassen. In dieser 7-Tage-Challenge nehme ich dich mit auf die Reise zur holistischen Zahngesundheit. Ich erkläre dir die Zusammenhänge von Zahngesundheit auf allen Ebenen. Du bekommst täglich Rezeptanleitungen für basische Mahlzeiten, Detox, Yoga-Übungen und vieles mehr. Gemeinsam mit 4 Experten für körperliche, geistige und seelische Themen helfe ich dir auf deinem Weg in eine bewusste Transformation deiner Zahnsymptome. In praktischen Anleitungen per Video, PDF-Dateien und den beiden Live-Q&As bekommst du meine gesamte Aufmerksamkeit und kannst mir und den Experten in dieser Woche über WhatsApp Fragen stellen. Vielleicht sind ja jetzt einige Zuschauer unter euch, für die die Karies-Challenge jetzt wie gerufen kommt. Das ist auch etwas für Spontane. Sie beginnt ja jetzt schon am 1. März. Wie schon erwähnt, die Plätze sind streng limitiert, maximal 15 Personen, damit diese Personen auch gut betreut werden können während dieser Challenge. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben diese Inspirationen, diese Informationen gefallen und euch ein Stück weit weitergeholfen. Wie pflegt ihr aktuell eure Zähne? Was haltet ihr von ganzheitlicher Zahnheilkunde? Könnt ihr irgendwelche Erfahrungen berichten, von euch erzählen, wie ihr Zähne eben anders geheilt habt oder welche Methoden ihr angewandt habt, um Zähne gesunden zu lassen? Ich bin auf alle Fälle gespannt und freue mich über unseren Austausch.
wünsche ich jetzt noch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Eure Silke.